abgeschleppt in Euro Truck Simulator 2 wird man normalerweise selber, wenn man nicht mehr weiterkommt, wenn nichts mehr geht. Jetzt können wir das mit einer kleinen Mod selber machen. Wie das genau geht und wie das ausschaut, schauen wir uns in dem jetzigen Video an. Viel Spaß und los geht's. Der frühe Vogel fängt den Wurm oder in dem Fall auch den Bus, denn wir müssen einen Bus abschleppen, um genau zu sein, einen Reisebus, also nichts Leichtes. Wir sind ganz früh aufgestanden, sind jetzt hier um 6.26 Uhr bei leichtem Nebel, jetzt bei Köln angekommen und müssen da zu Sandvik wegen dem schönen Bus. Der wurde da einfach abgestellt auf Getränkekisten und ja, wir sollen den jetzt bitte mal mitnehmen, so nach dem Motto. Und zwar scheint da eine Achse links vorne rausgebrochen zu sein und das müssen wir jetzt mal anschauen und dann entsprechend transportieren. Wohin schauen wir uns jetzt gleich mal an? So, ich glaube, da vorne ist er schon, da sehe ich schon was da hinten. Gucken wir mal. Aufträge. Wir haben einen kaputten Bus, genau, von Köln nach Duisburg sind 115 Kilometer. Das geht ja voll und das Ganze soll bitte recht bald passieren. Soll um 11.27 Uhr spätestens dort sein, aber das kriegen wir locker hin. So, wir haben ja auch hier in dem Fall keine überschwere Ladung, nur Überlänge, weil ein Reisebus ist bekanntlich nicht gerade klein. Und dann nochmal an so ein schönes Gespann wie jetzt unseren Truck anzuhängen, das ist natürlich schon ein Wort. Da müssen wir dann ein bisschen mehr aufpassen, aber ich denke, das kriegen wir hin. So, dann fahren wir hier hin und das sieht man auch, wie er auf Holzkisten oder Getränkekisten steht. Wie geil ist das denn? Und eben vorne links da ein bisschen viel Sturz fährt, ne? Also die Achse scheint vorne links ein bisschen kaputt zu sein, der Querlenker, so gesehen. So, okay, und er hat vorne rechts auch keinen Reifen mehr, aber hinten scheinbar schon. Genau, jetzt haben wir ihn auch schon, machen die Rundumleuchte an und fahren mal ein Stückchen vor. Dann schauen wir uns den noch kurz an, bevor es losgeht. Und zwar haben wir hinten, oh, das sieht man kaum, weil der so lang ist, wir haben hinten, ja genau, so eine schöne Leiste angebracht, womit wir auch blinken und eben auch unser Bremslicht übertragen können, weil sonst sieht man ja nicht, ob wir bremsen oder blinken. Und eine kleine Rundumleuchte. Leuchtet da hinten auch noch schön. Ist scheinbar ein Franzose. Also Kennzeichen von dem Bus ist französisch. Okay, dann hätte ich gesagt, fahren wir los. Wir haben alles geklärt. Mit Rundumleuchte und deutlicher Überlänge geht es jetzt dann auch schon los in Richtung Duisburg, ne? Ja, Duisburg zu Daxa. Scheinbar reparieren die den. Oder ich weiß nicht, was mit dem passiert. Vielleicht wird er auch verschrottet. Keine Ahnung. So, gut. Dann geht's los. 3200 Euro kriegen wir für den Transport circa. Wenn wir den hier heile, mehr oder weniger heile, das ist ja schon kaputt, dorthin bringen. So, gut. Ja. Köln AD, Vaché. Und wir sind auf dem Weg. Dieses schöne Package mit dem super duper Abschlepper bzw. ja, Tow Truck, also den Mercedes Actros, ist natürlich in der Videobeschreibung sowie auch das Package für die Ladung habe ich euch auch verlinkt. So, ich finde es natürlich immer cool, wie die Modding Community in ETS 2 so etwas möglich macht, weil es halt echt nochmal das Spiel ganz neu belebt. Und leider, wirklich leider geht das nicht auf der EAA Map. Ich habe geschaut, vielleicht könnte man ja, habe ich mir gedacht, dort die LKWs abschleppen. Und eben, oder Fahrzeuge abschleppen, die da zum Beispiel liegen geblieben sind, in dem Sinne, weil die Strecken ja dort so heftig sind. Wie heftig werden wir uns in den kommenden Videos auch noch anschauen zu ETS 2 auf der Map, die wir im letzten Video schon hatten. Und leider geht es aber nicht. Die LKWs oder die Trucks oder auch Busse, die liegen geblieben sind, sind immer nur hier im Europa-Bereich, also ohne DLC verfügbar. Leider, aber vielleicht wird es ja in Zukunft gehen, was ja mega geil wäre. Ansonsten müssen wir eben uns mit den normalen Transporten auf den heftigsten Strecken, die es so gibt, beschäftigen. Aber gut, ne? Man kann ja auch nicht alles haben. Gut, ja, wir haben immer noch eine leicht nebelige Situation. Finde ich aber immer recht cool, weil so Wetterumschwünge und Wetterfeatures, die es auch nochmal ganz anders aussehen lassen, die Kulisse ganz anders gestalten. Und natürlich, bevor ich es vergesse, das darf ich jetzt gar nicht vergessen, und zwar der Livestream am Freitagabend. Wer es noch nicht weiß, weiß es jetzt. Und wer gerne einschalten will, natürlich dann gerne ab 19 Uhr dabei sein. Wir streamen wieder so 1,5 bis 2 Stunden in dem Dreh und wahrscheinlich LSPDFR. In diesem Sinne würde ich mir wünschen oder mich freuen, wenn ihr dabei seid.
Und da haben wir eine Baustelle. Oioioi. Okay, dann machen wir ein bisschen langsamer. Ein bisschen vorsichtig hier. 80 ist hier erlaubt. Ja, das passt dann. Okay. Und wieder unbegrenzt. Aber die Schilder stehen echt weit auf der Straße, ey. Das ist echt ein bisschen gefährlich. So, den rechten Spiegel wollen wir auch noch mitnehmen. Und dann ist da vorne auch schon wieder eine rote Ampel. Das ist super. Mal probieren, einen Spurwechsel durchzuführen. Da sieht man halt, wie lang der hier ist, ne? Ist halt echt heftig. Uiuiui. Und stopp. Da würde ich mir Gedanken machen. Wenn man so dicht an jemanden steht, mit so einem Hänger, beziehungsweise mit so einem Bus, der hinten dran aufliegt. So. Aber beschleunigen tut er recht gut. Hat ja auch nur 9 Tonnen, der Bus. Also die 625 PS stecken das recht gut weg. Unsere normale Ladung hätte natürlich viel mehr. Inklusive dem Hänger und der Ladung ist man dann immer recht schnell über die 30 Tonnen hinaus. So, können wir rechts rüber? Ja, schaut gut aus. Dankeschön. Gut, 60 Kilometer haben wir noch. Das schaffen wir locker easy. Gar kein Problem. Durchschnittsverbrauch LKW üblich bei 60 Litern, gar kein Ding. Und ansonsten alle Werte nominal, alles normal passt. Also wir bleiben nicht so schnell liegen. Da ist auch schon Duisburg, das Ortsschild, und in 20 Kilometern sind wir auch schon da. Bei Daxa war das, glaube ich, ne? Oder wohin müssen wir es? Ja, genau, Daxa. Und dann bin ich mal gespannt, wie das ist, einen Reisebus einzuparken, der im Gespann hängt. Also, das wird interessant. Eine noch nicht gemachte Herausforderung. Aber ich glaube, der wird recht ähnlich zu einem Hänger sein, weil die Radposition jetzt auch nicht viel anders ist. Und daher müsste ja eigentlich das relativ einfach gehen. Aber ob das auch in der Praxis so ist, das müssen wir eben herausfinden. Das bedeutet, jetzt schauen wir dann gleich mal, wie gut das funktioniert. Und bisher sind wir ja recht gut durchgekommen. Wir hatten keinerlei Stau, keinerlei zusätzlichen Unfall. Das heißt, es sollte eigentlich hier jetzt die letzten paar Kilometer auch ohne Probleme verlaufen. Da vorne sehen wir auch schon die letzte Ampel, die wir haben. Vorsicht. Beim Bremsen muss man ein bisschen aufpassen, weil da merkt man schon, wenn man da natürlich was hinten dran hat, dass das schwieriger ist als komplett ohne. Logisch. So, und jetzt hier mit Vollgas bergauf. Ja, da merkt man schon. Da merkt man schon, die 9 Tonnen machen auch dem Actros etwas zu schaffen mit 625 PS, weil er eben auch selber ein höheres Eigengewicht hat mit dieser ganzen Beladung, die er sonst so nicht hätte. Ich meine, da ist ja auch ein bisschen was drin. Und natürlich auch ein bisschen was dran an dem schönen Actros. Ja, deswegen, das darf man auch nicht vergessen. Und schaut euch mal an, wie dicht der uns aufgefahren ist, der eine LKW da. Ja, fast so wie wir. Okay, wir müssen weiter. Der sieht auch gar nichts mehr nach vorne. So, jetzt hier ein bisschen ausholen. Wir haben mehr oder weniger Überlänge. Heißt, da müssen wir ein bisschen aufpassen. Ja, passt. Passt perfekt. Sehr schön. So, überall Baustellen, ey. Das ist ja der Wahnsinn. Gut. Da vorne müssen wir rechts. Auch hier ein bisschen ausholen. Haben wir gerade keinen Gegenverkehr. So. Passt. Und da rechts zu Daxa rein. Das machen wir. Achtung. Boah, so. Schauen wir mal, wo er die Ladung denn stehen haben möchte, der... Ja, so, wo willst du denn stehen haben? Ja, schön eingepackt natürlich,
an die Laderampe möchte das haben. Dann probieren wir es doch mal. Okay. Ja, fangen wir da lang. So. Alter Schwede, das ist schon lang. Das ist schon lang. Okay, aber schauen wir mal, wie er jetzt auch sich dann genau dahinstellen soll, weil wir werden ja mit dem eigentlichen angezeigten Bereich nicht hinkommen, weil wir Überlänge haben. Und zwar echt gute Überlänge. So, schauen wir mal. So, ja, das geht recht normal wie ein anderer Hänger auch. Aber ich möchte ihn ja recht gerade hinstellen. Ja, so geht es dann schon. Da sieht man halt auch, die Überlänge lässt es zu, dass wir eben den nicht ganz exakt mit unserem LKW absetzen, denn das ist ja relativ egal. Die Kisten werden wieder unter die Reifen gestellt, so gesehen. Und da haben wir das Ganze auch schon recht gut absolviert. 3289 Euro. Sehr schön. Und der schöne Bus ist, so wie er war, nicht ganz heile, angekommen bei Daxa. Also ich finde die Mod richtig, richtig cool. Wir haben jetzt hier den schönen MAN mit den Holzkästen, der jetzt hier dann entsprechend optimal wieder steht. Und ich hätte gesagt, Leute, wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich gerne über einen Daumen sowie natürlich über ein Abo freuen. Und wir sehen uns dann spätestens im Livestream oder im nächsten Video wieder. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal, Leute. Macht's gut und ciao.